In diesem Video möchte ich einen Blick in das Programm LibreOffice werfen und zeigen, welche Bestandteile es hat und wie diese einzelnen Bestandteile genannt werden. Bei einer üblichen Installation unter Windows auf dem eigenen Desktop-Computer sollte nach dem Starten das Ganze in etwa so aussehen. Was man wissen muss, ist, dass LibreOffice nicht ein Programm ist, sondern ein Paket von Büroprogrammen, wie zum Beispiel das Textverarbeitungsprogramm Writer, die Tabellenkalkulation Calc oder das Präsentationsprogramm Impress. Außerdem gibt es noch das Zeichenprogramm Draw und noch zwei andere Programme, die ich jetzt nicht weiter benennen möchte. In der Schule ist es so, dass wenn ich im Menü das Textverarbeitungsprogramm auswähle, dass dann automatisch ein leeres Textdokument geöffnet wird. Hier muss ich auswählen, welche Art von Dokument ich haben will, also zum Beispiel jetzt erstmal ein Textdokument. Was jetzt erscheint, ist die Ansicht auf ein weißes Rechteck. Und dieses Rechteck ist quasi das Blatt Papier, auf dem ich dann schreiben werde, beziehungsweise das dann ausgedruckt werden kann, wenn ich Text geschrieben habe. Schauen wir uns zunächst mal die Oberfläche an. Wie üblich in Programmen gibt es meistens am oberen Rand von dem Fenster des Programms hier die sogenannte Menüleiste. Diese Wörter hier kann ich nutzen, indem ich sie anklicke. Und es wird dann nach unten hin eine Liste von mehreren Befehlen ausgeklappt, die ich verwenden kann. Natürlich sind die Befehle so sortiert, dass sie entsprechend zu dem Titel des Menüs passen. Also im Menü Datei befinden sich halt Befehle, bei denen es um das Speichern oder Laden eines Dokuments, also einer Datei geht. Beim Bearbeiten geht es um die Bearbeitung des Textes, die Ansicht, da geht es um die Darstellung, nicht unbedingt des Textes, sondern eher des Programms. Wie sind also die verschiedenen Bestandteile von dem Programm LibreOffice Writer dargestellt oder welche Bestandteile sind zu sehen? Einfügen, da geht es um Einfügen von bestimmten Dingen. Das ist eben nicht nur Text, sondern noch einige andere Dinge. Unter Format kann ich das Aussehen des Dokuments bzw. des Textes verändern und die restlichen Sachen sollten soweit klar sein auch noch. Unter der Menüleiste habe ich eine oder mehrere Zeilen mit kleinen Bildern. Diese Bilder nennt man auch Icons und hinter diesen Icons sind sozusagen Befehle versteckt. Das heißt, ich klicke zum Beispiel ein bestimmtes Icon an, um einen Befehl auszuführen. Dass jetzt hier nichts passiert ist, liegt daran, dass ich noch keinen Text habe. Ich habe jetzt allerdings, wie man hier durch diesen eingeprägten Eindruck erkennen kann, das durchgestrichen, also die Formatierung durchgestrichen aktiviert. Und wenn ich jetzt etwas schreibe, dann wird alles, was geschrieben wird, durchgestrichen formatiert. Wenn man das weghaben möchte, könnte ich jetzt an dieser Stelle nochmal klicken. Und die Formatierung durchstreichen ist ausgeschaltet. Zu den verschiedenen Werkzeugen, die es hier oben gibt, werde ich nach und nach noch kommen. Alle werde ich sicherlich nicht in den Videos erklären können. Wir haben hier unser Blatt Papier, wie schon erwähnt. Der graue Bereich hat keine Bedeutung. Das ist quasi nur aufgefüllter Bereich bis zu den Rändern. Wir haben hier oben und hier an der Seite sogenannte Lineale. Die Zahlen, die hier stehen, geben Längen in Zentimeter an. Genau das gleiche hier am Rand. Im unteren Bereich habe ich die sogenannte Statusleiste. Hier finden sich Informationen über den Text, wie zum Beispiel, dass ich eine Seite habe und ich bin auf der ersten Seite. Ein Wort mit 5 Zeichen sind da. Ich habe hier eine Standard-Seitenvorlage eingestellt. Es ist in Deutsch eingestellt und noch weitere Informationen hier, die wir jetzt erstmal weglassen. Wichtiger ist dieses hier. Hier kann ich die Größe der Ansicht meines Blattes verändern. Entweder indem ich an diesem kleinen Knopf ziehe. Diese senkrechten Balken sind bestimmte
Größen oder bestimmte Ansichtsgrößen, bei denen dieser Knopf immer einrastet. Ich kann aber auch die Ansicht vergrößern, indem ich auf Plus oder Minus klicke. Ich habe nun unser Übungsdokument geöffnet, damit ich etwas mehr Text habe. Wenn ich diesen Text jetzt nacheinander ansehen will, kann ich zum Beispiel hier den Cursor in den Text setzen. Der Cursor ist dieser senkrechte blinkende Strich. Der deutsche Name könnte zum Beispiel sein die Einfügemarke. Wenn ich an dieser Stelle den Cursor sitzen habe und dann etwas tippe, dann wird genau an dieser Stelle etwas eingefügt. Das kann auch mitten im Text sein. Hier ganz genauso. Wenn ich diesen gesamten Text jetzt sehen will, kann ich entweder mit dem Cursor hier durch Drücken der Pfeiltaste nach unten den Text nach und nach mir anschauen. Das dauert aber natürlich recht lange, vor allem bei einem Text, der jetzt hier aus 4 Seiten besteht. Oder ich nutze hier diese sogenannte Laufleiste, mit denen ich, ohne den Cursor zu bewegen, mir den gesamten Text anschauen kann. Das Ganze geht aber noch einfacher, denn ich kann auch das Mausrad benutzen. Das Mausrad ist hier auf der Maus dieses mittlere Rädchen, das ich vor und zurück drehen kann. Man kann auch drauf klicken, in manchen Situationen ist das verwendbar. Und wenn ich dieses Mausrad innerhalb meines Textes hoch und runter bewege, ermöglicht es mir, im Text hoch und runter zu drehen, ohne dass ich den Mauszeiger hier speziell darauf platziere. Das erspart mir etwas das Zielen. Hier bei den neueren LibreOffice-Installationen habe ich hier an der Seite noch eine extra Leiste mit weiteren Funktionen. Diese sogenannte Seitenleiste kann ich ebenfalls anzeigen oder auch schließen. Die werden wir später uns noch genauer anschauen, denn sie ermöglicht mir das Formatieren und eventuell die Nutzung von sogenannten Formatvorlagen. Ein kleiner Hinweis noch zur Werkzeugleiste. Ich habe hier ja recht viele Icons drin enthalten. Für den Fall, dass das Programm nicht breit genug ist und mehr Icons vorhanden sind, als jetzt hier reinpassen, hat man hier die Anzeige von 2 solchen Pfeilen. Und wenn ich dann draufklicke, wird mir gezeigt, was nicht hier zu sehen ist. Also ausgeblendete Symbole. So, als letzte Ergänzung noch eine kleine Anmerkung. Wie ich ja schon erwähnt habe, zeigt dieser weiße Bereich ja das Blatt an, das dann später so ausgedruckt wird. Allerdings sieht man hin und wieder Zeichen, die hier zum Beispiel in Grau zu sehen sind. Das sind nur Hilfslinien, die mir eben andeuten, in welchem Bereich ich schreibe. Also hier, wo der äußere Rand ist, das ist der Bereich, der eben nicht gedruckt wird, der frei ist. Und hier innen drin der Textbereich, in dem man geschrieben hat. Wenn man sehen will, wie der tatsächliche Ausdruck letztendlich aussieht, kann ich mir unter Druckvorschau im Menü Datei das Ganze extra anzeigen lassen. Und man sieht jetzt, dass eben nicht mehr hier diese grauen Linien zu sehen sind. Wenn ich diese Druckvorschau wieder schließen will, kann ich das hier machen. Noch eine ganz kleine Ergänzung zu dem Text hier unten. Man sieht ja, dass mein Schreibbereich hier durch diese grauen Ecken hier endet und unten drunter steckt noch Text. Das ist ein sogenannter Fußtext oder eine Fußzeile, die nicht mit dem Text hier in der Mitte zu tun hat. Den muss ich extra definieren und kann allerdings, wenn ich draufklicke, dann schreiben und man sieht, dass dieser Bereich aktiviert ist, in dem jetzt hier eben auch diese grauen
Kanten zu sehen sind. So, ich hoffe, das reicht, um die wesentlichen Bestandteile von LibreOffice Writer jetzt kennengelernt zu haben. Bei Bedarf einfach nochmal nachfragen.